Ich erinnere mich an meinen ersten politischen Konflikt, den ich hatte. Da war ich 10 Jahre alt. Und wir schrieben in Deutsch-Heimatkunde bei Frau Trams einen Schulaufsatz. Losung, oder das Thema war: Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Das war damals eine sehr verbreitete Losung in der DDR. Und ich schrieb, also das war kein Hausaufsatz, das war in der Schule, während der Stunde. Und ich schrieb rein: Ja, der Satz ist vollkommen richtig. Wir müssen von der Sowjetunion lernen, um zu siegen. Und zwar müssen wir von Stalin lernen. Wir müssen lernen, dass Stalin ein Mörder und Verbrecher war, der Millionen von Menschen getötet hat. Und wir müssen lernen, dass es im Sozialismus nie wieder eine Diktatur geben darf. Nun war ich 10 Jahre alt und ich gab das natürlich im Brustton der Überzeugung, gab ich das ab und bekam es ein paar Tage später zurück, alles rot angestrichen. Thema verfehlt 4. Und ich war ein sehr guter Schüler, es war die erste 4 meines schülerischen Daseins. Ich verstand die Welt nicht. Und ich weiß noch, ich hatte damals mit 9 Jahren, glaube ich, hatte ich einen Stofftierclub. Und zwar hatten wir das gemeinsam gegründet. Die Nachbarin von gegenüber, Sibylle Mohm, das war meine Kinderfreundin, wir haben immer noch losen Kontakt. Ihr Vater war ein sehr erfolgreicher Dachdecker in Berlin und ein sehr lustiger Mann. Und die Sibylle und ich hatten jeweils einen Tierclub gegründet. Und da traten nun also unsere Stofftiere ein. Und ich versuchte die Mitgliederzahl, wir wetteiferten, ich versuchte sie zu erhöhen. Ich weiß nicht, wir hatten einen Kleiderhaken in der Garderobe, das war mit einem Hundekopf. Den riss ich aus der Wand und ließ ihn eintreten in den Tierclub. Und dann entwarf ich eine Agenda sozusagen für den Club, so eine Art wie Pionierstatute, nicht? Hab da ein bisschen was abgeschrieben aus den Pionierstatuten und schrieb rein: Der Tierclub ist sozialistisch, aber demokratisch. Da war ich 9 oder 10. Das heißt, ich erfand sozusagen, ohne dass ich das Wort je gehört hatte, den sozialistischen, demokratischen Sozialismus. Aber mir war klar, der Sozialismus ist eigentlich eine gute Sache. Aber so wie er jetzt ist, ist er eben nicht gut. Das ist kein Sozialismus. Er muss demokratisch sein. Man muss über alles sprechen können. Man muss diskutieren können. Menschen dürfen nicht den Mund verboten bekommen. Und sie müssen reisen können und so weiter. Das war, von so einem Sozialismus träumte ich. Und ich hatte keine große Hoffnung, bis Gorbatschow kam. In den ersten 2 Jahren war das ein Hochgefühl, weil ich glaubte, jetzt geht es los. Jetzt, ich war vorher so, also ich war kurz davor auch zu sagen, vielleicht gehe ich einfach. Ja, und dann dachte ich mir 1985, 86, nee, ich muss ja hier bleiben. Das Spannende passiert hier da drüben, das ist ja langweilig. Und da hatte ich große Hoffnungen, wie viele andere glaube ich auch, dass jetzt etwas daraus werden könnte. Plötzlich sprach man über Stalin, man diskutierte über die Fehlentwicklungen im Sozialismus ganz offen, nicht? Übrigens auch in der DDR, das brach sich Bahn. Aber wir kennen das Ergebnis und wir wissen auch, dass dieser kurze Hoffnungsschimmer eben eine Illusion war. Es war zu spät, viel zu spät.